Bei der Landtagswahl in Niedersachsen können die Sozialdemokraten die meisten Stimmen für sich ausmachen. Im Vergleich zur Wahl 2013 hat die SPD sogar dazu gewonnen. Bundes-SPD ist ja nicht gleich die Landes-SPD in Niedersachsen. Und ich glaube, dass wir in Niedersachsen eigentlich eine sehr gute Arbeit geleistet haben. Und zwar haben wir einen ausgeglichenen Haushalt. Und in Niedersachsen ging es nie so gut wie heute. Dr. Stefan Siemer von der CDU erhält erneut das Direktmandat für den Wahlkreis 68 Vechta mit über 60%. Ja, wir müssen das Wahlergebnis so nehmen, wie es ist. Und wenn eine große Koalition die mögliche Variante ist, muss man das ernsthaft untersuchen und gute Gespräche führen. Das würden wir wahrscheinlich machen. Ich muss wahrscheinlich sagen, weil der Landesvorstand morgen Abend in Hannover tagen wird und da werden wir diese Dinge, die weitere Strategie besprechen. Den Wahlkreis 73 gewinnt ebenfalls der CDU-Kandidat Christian Calderone. Die Alternative für Deutschland schafft zum ersten Mal den Einzug ins Landesparlament Niedersachsen mit momentan um die 6%. Genau wie 2013 fällt die Landtagswahl knapp aus, sodass wohl erst am Montagmorgen ein endgültiges Ergebnis feststeht.